möchte Ihnen zunächst vorstellen, Heini Studer. Heini Studer kommt aus Bern. Sie ist Leiterin einer Einrichtung für Behinderte, ist Mitglied im Vorstand der Schweizer Stiftung Rosenkreuz und hat sich seit vielen Jahrzehnten mit Mystik und Gnosis befasst und an vielen Symposien und Veröffentlichungen mitgewirkt. Rüdiger Sünner, dessen Film Sie gerade gesehen haben, hat viele Filme gemacht. Er hat über die deutsche Romantik einen Film gemacht, über Paul Klee, Dag Hammarskjöld, Rudolf Steiner. Ja, und seinen letzten Film haben Sie jetzt gesehen. Und Gary Lachman ist gebürtiger Amerikaner, lebt seit 1996 in London. Das Buch über C.G. Jung hat er 2009 geschrieben. Im Jahre 2010 hat er ein hochinteressantes Werk über Hermes Trismegistos verfasst. Also, we are happy to have you here, Gary. Sie haben das Drehbuch geschrieben. Sie sagten, einiges sei schon entwickelt gewesen. Mich würde interessieren, wie Sie, vielleicht interessiert es auch noch andere, wie Sie diese Bilder gefunden haben. Also vielleicht können wir noch einen Augenblick bei dem Film selber bleiben, der ja doch sehr starke Bilder hat, beim Vergleich mit anderen Bildern, die man auf Arte oder so, also im ambitionierten Fernsehprogramm sieht, wie viel tiefer und wie ausgewählt hier Text und Bild sind. Das findet man ja nicht einfach so. Also wie lange haben Sie gebraucht? Was war vielleicht schon auch an Vorstellungen da, was Sie für Locations aufsuchen müssen, um dieses Thema, diesen Psychologen entsprechend auch zu präsentieren? Es galt ja, Bilder für etwas zu finden, was man nicht sieht. Es gibt von Paul Klee den schönen Satz, Kunst macht das Unsichtbare sichtbar. Kunst gibt nicht Sichtbares wieder, sondern sie macht etwas sichtbar. Das heißt, ich musste mich natürlich in der Symbolgeschichte umschauen und musste, das war eine akribische Arbeit, man muss das dann alles auch, man muss natürlich, wenn man so einen Film in HD dreht, müssen das natürlich hohe Auflösungen sein, das kann man nicht irgendwo einfach rausscannen. Und das war ja eine monatelange Arbeit, schlüssige Bilder zu finden aus der Alchemie, diese Mandalas. Dann so eine Sequenz wie mit der chinesischen Tänzerin, eine meiner Lieblingssequenzen, da gebe ich immer das Herz auf, wenn ich die sehe, mit diesem Physiker zusammen, ja, dieser Paartanz sozusagen. Und da habe ich einfach in Berlin nach einer chinesischen Tänzerin gesucht und habe eine Koreanerin gefunden, die aber perfekt passte. Ja, ist geradezu archetypisch, finde ich, verkörpert die das, dieses Traumbild. Und ja, das war also kleinteilig, es waren sehr viele kleinteilige Arbeit. Es war sehr viel Sammeln von Fotos, von Textpassagen. Dann natürlich die Auswahl der Sprecher, das ist für mich immer ganz wichtig. Und bin ganz glücklich, dass ich diese beiden gefunden habe. Das sind auch relativ bekannte Sprecher, die das, finde ich, sehr schön machen. Der eine hat so eine sehr schlanke, jüngliche Stimme, der andere hat dieses warme, tiefere Element, was sehr gut zu dem Jungen passt. Also es war eine sehr akribische Arbeit, um die Teile, die liegen nicht auf der Straße rum. Ja. Es gibt ja Dokumentarfilme, da geht man irgendwo zu den Menschen, hält die Kamera hin, weil das ist schon alles aufregend und man bildet das ab. Und ich mache eher vielleicht essayistische Filme, es sind vielleicht eher Filmessays, wo man eben auch Wirklichkeiten schafft. Vielleicht können Sie mal ganz kurz sagen, wie der Zusammenhang zwischen Stiftung Rosenkreuz und Jung entsteht. Das ist mir nicht ganz klar. Das ist ja einfach. Ah, das ist eine sehr gute Frage. Jung hatte diese Eranus-Tagungen. Jung hatte diese Eranus-Tagungen mit anderen zusammen initiiert, die in Ascona stattfanden. Und die Stiftung Rosenkreuz verfolgt den identischen Gedanken. Es ist eine Identität in der Bemühung. Also wir machen in zwei Wochen zum Beispiel in Berlin ein Symposium über Quantenphilosophie
und Spiritualität. Und wir haben... Der Flyer draußen. Ja, da ist der Flyer, liegt draußen, vielleicht, ich hoffe. Und wir haben also im Bereich von Naturwissenschaft und Spiritualität einiges gemacht, auch im Bereich von Kunst und Spiritualität. Es geht eigentlich darum, dass wir jetzt in ein Zeitalter eintreten, in dem das, was sich in den letzten Jahrhunderten sehr stark getrennt voneinander entwickelt hat, ganz zaghaft in eine Konvergenzrichtung kommt. Hoffentlich. Aber unsere Stiftung gibt in diese Richtung Impulse. Ja, bitte, stellen Sie Fragen noch zu C.G. Jung. Darf ich vielleicht noch was sagen? Ja, bitte, ja. Es ist, wir haben uns ja in diesem Symposium dann vor allem mit C.G. Jung und seinen Mysterien, also das, was er als Mysterium erlebt hat, beschäftigt. Also nicht so sehr mit seiner Psychologie, sondern was hat ihm auf dieser Psychologie gedient? Und das war doch dann die Entdeckung von Mysterien. Das kam ja auch im Film sehr gut hervor. Das ist also unser Bezug auch.